allerseits und herzlich willkommen zu einem Lesemonat, von dem ich endlich mal wieder behaupten kann, ich habe mehr gelesen als im Vormonat. Das ist fabulös und unter anderem auf die Tatsache zurückzuführen, dass ich jetzt einen Job habe, zu dem ich regelmäßig hinfahren muss, was mindestens 4 Stunden die Woche Zugfahrt bedeutet. Und auch sonst bin ich relativ viel wieder durch die Gegend gefahren, was ganz, ganz toll ist. Nicht. Aber es führt dazu, dass ich zum Lesen komme und das wiederum ist ziemlich gut. Ich habe 8,5 Bücher diesen Monat geschafft, was jetzt leider nicht ganz so schrecklich viel ist, und aber auch 2 Hörbücher. Das erste Buch, durch das ich mich gehört habe, war Wojciech. Ehrlich gesagt wollte ich dieses Buch schon voll lange lesen, hören, sehen, was auch immer. Da wusste ich aber auch nicht so richtig, worum es geht. Ich fand nur, dass es irgendwie cool klang und ich erinnere mich noch an die Durchsage damals für die Theater-AG, weil die dann immer das so angeteasert haben, damit die Leute halt zu den Stücken kommen und es klang irgendwie cool. Ja, also meine Zusammenfassung ist, es geht anscheinend um einen Mann, der im Militär dient und der eine Freundin hat und irgendwie geht es auch um Disziplin und so weiter und das ist alles, was ich von diesem Buch verstanden habe. Da die Szenen keine feste Anordnung haben in Wojciech, ist es auch, glaube ich, ein bisschen schwer, so eine richtige Inhaltsangabe zu geben. Ich weiß nicht, ich glaube, die kriegen auch noch irgendwie ein Kind. Falls jemand von euch Wojciech verstanden hat, erleuchtet mich bitte in den Kommentaren. Danach habe ich Middlemarch endlich mal fertig gelesen. Was heißt danach? Naja, irgendwann habe ich es halt eben fertig gehabt. Dieses Buch hat ein unfassbar wunderschönes Cover, wenn ihr mich fragt. Aber inhaltlich ist der Spannungsbogen eher flach. Also wer sich für englische Dörfer oder Kleinstädte zu Beginn des 19. Jahrhunderts, also ungefähr zum Beginn der Industrialisierung interessiert, für den ist das Buch bestimmt genau das Richtige. Gesellschaftliche Analysen, genau das Richtige. Falls ihr das Dorfleben nicht so richtig spannend findet und die zwischenmenschlichen Beziehungen, dann würde ich euch eventuell zu einer anderen Lektüre raten, denn genau das ist es, worum es auf über 1100 Seiten in Middlemarch geht. Um Dorfleben. Wer natürlich selbst, so wie ich, auf einem Dorf groß geworden ist, findet sich in einigen Situationen wieder oder sie kommen einem vage bekannt vor, aber durch die zeitliche Diskrepanz muss man natürlich sagen und dadurch, dass extrem viele Bezüge auf relativ aktuelle historische und politische Geschehnisse gemacht wurden, das Buch ist nicht immer so ganz verständlich dadurch. Ja. Danach folgte 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne und ich muss ehrlich sagen, dass ich das Buch zwar schon kannte, aber unheimlich Spaß daran hatte, es zu hören, weil ich es sehr gerne mag. Also Die Reise zum Mittelpunkt der Erde und 20.000 Meilen unter Meer finde ich beide total klasse. Sind zwar die einzigen Verne-Bücher, die ich bisher gelesen habe, aber ihr könnt mir ja mal verraten, ob sich die anderen auch lohnen. Ich habe auch früher immer gedacht, bei 20.000 Meilen unter dem Meer geht es darum, dass dieser Forscher, der dann ja an Bord der Nautilus landet und mit Captain Nemo so unter den Weltmeeren langfährt, dass das ganze 20.000 Meilen unter dem Meeresspiegel stattfindet. Aber es geht darum, dass 20.000 Meilen unter der Meeresoberfläche zurückgelegt werden. Das war so meine große Erkenntnis, als ich mich nochmal durchgehört habe. Naja, aber man lernt nie aus. Danach folgte Das geheime Vermächtnis des Pan. Ein unheimlich kitschiges, klischeehaftes, mit Romantik durchzogenes Fantasy-Jugendbuch, von dem man einfach unheimlich merkt, dass es so ungefähr aus dem Jahr 2014 stammt, aus dieser ganzen Beastly- und Twilight-Zeit, was ungefähr daran liegt, dass sehr, sehr unsubtil auf diese Filme, teilweise extrem oft, Bezug genommen wird. Es geht um ein Mädchen, was erfährt, dass es irgendwas mit der Elfen- und Feenwelt zu tun hat und dass sie anscheinend in der Zeit hin und her springen kann, also nur in die Vergangenheit, was uns ein kleines bisschen an Rubine Roth erinnert. Und im letzten Video, also in der Rezension dazu, habe ich euch ja auch schon mal irgendwo die Jahreszahlen rausgesucht. Die Edelstein-Trilogie kam wesentlich vor diesem Buch raus und ich glaube, der 3. Film kam ungefähr raus, als der 1. Teil dieser Buchreihe kam. Möglicherweise gab es Inspiration, es sind beides deutsche Bücher, wir wissen es nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, obwohl das Buch jetzt nicht gerade vor absolut kreativer Energie übergesprudelt ist, die mich total überrascht hat, fand ich es ganz gut und ich muss ehrlich sagen, dass ich Band 2 und 3 auch lesen wollen würde, wenn sich dazu die Gelegenheit ergibt, denn manchmal ist auch eher seichte Lektüre gute Lektüre. Dann habe ich noch Shiver gelesen, hier, das hatte ich mir vorgenommen, das steht auf meiner Jahreswunsch-Leseliste und oh mein Gott, ich liebe diese Bücher, ich liebe sie so sehr. Ich habe die irgendwie mit 13 oder sowas das letzte Mal gelesen, also vor bestimmt 7 oder 8 Jahren. Und damals fand ich die Bücher einfach nur gut, aber heute fand ich sie einfach nur toll. Also ich habe leider bisher nur den ersten Band dieses Jahr geschafft. Es geht um ein Mädchen,
dass man als Kind von Wölfen angegriffen wurde und es beobachtet diese Wölfe, die jedes Jahr im Winter wiederkommen. Und der eine Wolf, der sie damals gerettet hat und die anderen Wölfe davon abgehalten hat, sie zu zerfleischen, der hat so gelbe Augen. Und sie stellt fest, Achtung Spoiler, das steht aber auf dem Klappentext, dass der Junge, also dass dieser Wolf eigentlich ein Junges ist. Es ist also ein Werwolf, aber da die sich ja kälteabhängig in Werwölfe oder Menschen verwandeln, ist dieses Jahr sein letztes Jahr, in dem er sich wahrscheinlich in einen Menschen überhaupt zurückverwandelt und die beiden verlieben sich ineinander. Und also abgesehen davon, dass das eine coole Fantasy-Idee ist, ist dieses Buch unheimlich romantisch. Und ich muss sagen, dass ich eigentlich nichts für romantische Lektüre übrig habe. Aber die Mercy Fords Trilogie ist einfach umwerfend schön. Und ich mag das bei Maggie Stiefvater auch zum Beispiel, wie sie immer so Fantasy hat, das nicht in einer anderen Welt spielt und auch nicht so mega krass übertrieben ist, sondern das ist so, ich nenne es jetzt mal realistisches Fantasy und das finde ich mega faszinierend. Wer Rot wie das Meer gelesen hat, also The Scorpio Races, wird wahrscheinlich wissen, was ich meine. Auch so bei Lamento und Ballade ist das so, das fand ich einfach toll. Die einzigen Bücher, die ich von ihr nicht gelesen habe, sind, glaube ich, The Raven Boys. Habe ich irgendwie meinen ersten Band oder so gelesen und das fand ich nicht ganz so fantastisch. Vielleicht muss ich dem aber nochmal eine Chance geben. Das nächste Buch war Die lange Reise von Samantha Cristoforetti, also ein biografisches Buch. Die Autorin habe ich auch auf der Frankfurter Buchmesse gesehen, dazu später mehr. Und ich fand es einfach mega interessant. Daran schildert sie eben, wie es dazu kam, dass sie in die Astronautenausbildung reingerutscht ist, wie ihre Astronautenausbildung so verlief und wie das denn war, auf der ISS zu sein, also auf der International Space Station. Und das ist mega interessant, vor allem, weil sie halt eben auch auf viele Aspekte so gerade aus dem alltäglichen Leben eingeht. Und das ist jetzt nicht so, wie wenn man so eine pathetische Neil Armstrong-Biografie liest. Also ich habe irgendwann mal so die autorisierte Biografie Aufbruch zum Mond gelesen. Und da merkt man einfach, dass der Biograf Neil Armstrong ziemlich geil fand und Armstrong sich möglicherweise auch selbst ziemlich toll fand. Auf jeden Fall kommt das so rüber und das ist hier halt nicht so, das ist eine sehr bodenständige Persönlichkeit. Und deswegen fand ich das Buch sehr angenehm und sehr interessant zu lesen. Dann habe ich noch Die 10-Jahres-Pause von Meg Wolitzer gelesen. Irgendwie dachte ich erst, es geht in dem Buch um Menopause. Nein, geht es nicht. Es geht um Frauen, die für die Kindererziehung aus dem Beruf aussteigen und dann mehr oder weniger halt viele Jahre später damit zufrieden sind oder eben auch nicht. Und wie sich das dann auf die Familie, auf sie selbst und alles auswirkt. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr interessant. Ich fand es merkwürdig, dass das Buch von 2008 ist und erst jetzt übersetzt wurde. Ich hatte das auch nur nachgeguckt, von wann das Buch ist, weil ich mir irgendwann dachte, es wird so viel auf Obama eingegangen und zum Beispiel überhaupt nicht auf die Finanzkrise. Wie kommt das? Von wann ist dieses Buch? Und dann ist mir aufgefallen, vielleicht ist das Buch einfach schon ein bisschen älter. Manchmal passiert es ja, dass Bücher erst später übersetzt wurden. Und es war so. Ja, also das letzte Buch, was ich von ihr ja gelesen hatte, war Das weibliche Prinzip. Das fand ich auch ziemlich gut. Das fand ich, glaube ich, sogar ein bisschen besser als das hier. Aber mein erstes von Wolitzer war Die Stellung. Und das war merkwürdig. Da ging es um so ein Ehepaar, was ein Buch über Sex geschrieben hat und jetzt an einer Neuauflage arbeiten soll, aber inzwischen geschieden ist. Und Die 10-Jahres-Pause beschäftigt sich eben auch viel mit Feminismus, was erreicht wurde, was noch nicht erreicht wurde. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Abgesehen davon, dass die Bücher von Meg Wolitzer jetzt zwar gut sind, mich aber persönlich meistens nicht umhauen, muss ich ehrlich zugeben. Ja, dann hatte ich noch ein Buch gelesen, was auch toll war, von dem ich mich sehr gefreut habe, dass ich es als Rezensionsexemplar bekommen habe und was ich auch direkt an einem Tag durchgelesen habe, was vielleicht daran lag, dass ich von Uhlendorf nach Bochum gefahren bin und das ist eine Fahrt, die sehr lange dauert. Ich habe nämlich Palace of Blood gelesen. Oh, das Buch ist toll. Das Buch ist so toll. Und das Lustige ist, ich habe es auf dem Rückweg vom Probenwochenende gelesen, bei dem die Autorin, Christine, oder Chrisse, wie ich sie einfach nur nenne, halt eben die Regie zu Trolls und Cressida führt. Das heißt, ich hatte sie halt sowieso erst gerade vor ein paar Stunden gesehen. Das ist dann immer ganz ulkig. Ja, in Palace of Blood geht es darum, dass die Revolution gewissermaßen weitergeht und dass Rhea und Robin jetzt eben versuchen, Frieden für das Land zu bringen und weiter eben gegen die Weiße Königin ankämpfen müssen. Ganz zu Beginn des Buches passiert auch was, was dafür sorgt, dass die Chancen, dass vielleicht eine neue Staatsform eingeführt werden kann, steigt. Aber ob das Ganze dann funktioniert oder ob es vielleicht noch schlimmere Gesetze für die Magdalenen geben wird und so weiter, dafür müsst ihr das Buch natürlich selber lesen. Ihr merkt, ich muss mich gerade sehr, sehr selbst davon abhalten, euch zu spoilern, weil dieses Buch so toll ist. Ich es aber noch nicht für euch rezensiert habe und ich deswegen finde, ihr müsst es noch selbst lesen. Also ihr solltet die Bücher sowieso immer selber lesen. Und ich muss mir dringend die anderen Bücher auch mal herholen, dann kann ich die hier so schön hinstellen. Ja, und
Ich hoffe, dass ich mit Chrisa nochmal ein Interview machen kann, vielleicht auch eben zu dem Buch. Falls ihr da bestimmte Fragen habt oder so zu dem Buch, dann schreibt die doch mal gerne hier drunter oder auch unter die Rezension, die wahrscheinlich nächste Woche Freitag kommen wird. Ich fand die Fortsetzung auf jeden Fall sehr gut. Es ist definitiv Potenzial dafür eröffnet worden, wie es mit einem fünften Band weitergehen könnte. Ich würde jetzt mal aufgrund der Tatsache, wie das Buch endet, auch davon ausgehen, dass es einen fünften Band geben wird. Wobei das Band hier jetzt ja wesentlich eindeutiger so gestaltet ist, dass es eigentlich nicht weitergeht. Aber wer weiß, was sich die CoverdesignerInnen da wieder fabulös einfallen lassen oder ob das dann eine neue Reihe wird. Ich habe keine Ahnung, da habe ich mit ihr auch noch nicht drüber geredet, also mit Chrisse meine ich jetzt. Und ja, also war gut, aber es ist halt auch im Gegensatz zu den anderen Palace-Bänden wesentlich dünner. Und das merkt man beim Lesen eben auch. Aber mehr dazu in der Rezension nächste Woche. Genau, und dann habe ich noch ein Buch angefangen, das ich auf der Frankfurter Buchmesse bekommen habe, aus dem DTV-Verlag. Alles still auf einmal. In dem Buch geht es um einen 6-jährigen Jungen, dessen knapp 10-jähriger Bruder bei einem Schulamoklauf erschossen wird. Und dann eben darum, wie die Familie damit umgeht, wie der Junge selbst damit umgeht. Und das Buch ist, ich habe bisher ungefähr die Hälfte gelesen, sehr gut. Es ist wirklich sehr, sehr gut bisher. Es erscheint erst es erscheint am 18. April 2019, das heißt, es ist schon längst draußen. Ich wusste nur, dass es eins von denen ist, die irgendeine Sperrfrist haben und deswegen wollte ich jetzt nicht zu viel spoilern. Aber bisher beeindruckt es mich sehr, gerade der Schreibstil ist halt total an das Alter des Kindes angepasst. Die Verhaltensweisen, die Denkmuster, das wirkt halt so, okay, ja, so könnte so ein Kind denken. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe total vergessen, wie es ist, so ein 6-jähriges Kind zu sein, was eigentlich mega merkwürdig ist, wenn man mal drüber nachdenkt, aber es ist auch schon wieder 15 Jahre her. Und das ist einfach unheimlich schön gemacht, dieses Buch. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Also es geht zwar um Kinder in dem Buch, aber es ist definitiv kein Kinderbuch, würde ich sagen. Aber es zeigt uns nochmal ein paar sehr wichtige Sachen. Und bisher beeindruckt es mich, es gefällt mir bisher sehr gut und ich bin mal gespannt, wie das so weitergehen wird. Das war es so, was ich gehört und gelesen habe. Ich habe aber auch noch ein bisschen mich auf Netflix rumgetrieben oder DVDs geguckt. Ich habe 3% ein bisschen weitergeguckt. Diese dystopische Serie, wo dann irgendwie so 3% auf so einer Insel landen. Und ich bin jetzt immer noch irgendwo am Anfang der zweiten Staffel, weil ich zu nichts komme. Mein Tag ist extrem voll. Ich habe viel zu tun. Ich meine, ich arbeite 2 Tage die Woche Vollzeit, dann gehe ich noch zur Uni, dann habe ich noch Uni-Projekte. Bin jetzt bei der Grünen Jugend Bochum. Also heute Abend gehe ich da wieder hin und letzte Woche war ich auch da und ja, vielleicht würde ich mich auch gerne mal mit Menschen treffen oder sowas. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Und an den Wochenenden ist irgendwie auch jetzt immer was. Jetzt am Wochenende fahre ich zum Beispiel auf den Bundeskongress der Grünen Jugend. Nächste Woche ist die Landesmitgliederversammlung der Grünen Jugend. Und die Woche danach ist, glaube ich, auch schon wieder irgendwas. Irgendwas ist immer. Ja, dann habe ich noch Riverdale mal angefangen zu gucken mit meiner Familie. Das fand ich gar nicht so schlecht, auch wenn es teilweise relativ vorhersehbar ist. Aber es birgt noch ein paar Überraschungen, aber auch da bin ich irgendwie über die ersten paar Teile noch nicht hinausgekommen, weil ich andere Dinge zu tun habe. Dann habe ich noch The Lovely Bones geguckt, aus so einer Laune heraus irgendwann. Und dieser Film ist echt merkwürdig. Also es ist ein... Also nicht der Film ist merkwürdig, einfach diese ganze Atmosphäre ist sehr merkwürdig. Aber ich finde es auch eigentlich sehr interessant. Ich habe den jetzt halt irgendwie nach Jahren nochmal geguckt und der ist definitiv ein bisschen verstörend. Was ich an diesem Film aber sehr faszinierend finde, ist ja, dass das Mädchen umgebracht wird. Und das ist jetzt nicht so, als ob sonst noch irgendwas vorher mit ihr passiert wäre. Also sie wird nicht vergewaltigt oder sonst was, beziehungsweise es wird im Film einfach nicht erwähnt und es findet sich auch auf Wikipedia oder so nichts dazu. Das heißt, die Mädchen werden halt einfach nur umgebracht, weil der Typ das Bedürfnis hat, Menschen umzubringen. Und das, finde ich, ist halt auch richtig merkwürdig. Aber der Film ist sehr gut gemacht, muss ich sagen. Also ich mag es gerne. Also, so gern, wie man so einen Film mag. Dann habe ich noch, oh mein Gott, ich habe gar nicht Mulan aufgeschrieben bei den Filmen, die ich gesehen habe diesen Monat. Mulan ist ja, wie ihr vielleicht wisst, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich liebe es, wie eben diese Frau, die überhaupt nicht reinpasst in die gesellschaftlichen Erwartungen, selbstbewusst und stark wird, eben aus ihrer Unsicherheit heraus, aus ihrer Verzweiflung, dass sie nicht reinpasst. Und dann eins zeigt, Frauen sind was wert, Frauen können auch ganz schön was reißen und einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und was ich auch toll finde, ist, dass eben auf die Tochter-Vater-Beziehung eingegangen wird, sehr stark in dem Film. Weil sonst wird oft so auf Tochter-Mutter oder Vater-Sohn eingegangen, aber Vater,
Tochter, das taucht in Büchern oder Filmen sehr selten auf, was ich unheimlich schade finde und da ich selbst so ein Papakind bin. Ja. Dann habe ich mir noch irgendwann mal einen Bollywood-Film gegeben und an dem Tag war ich eigentlich schon total müde und es war eigentlich viel zu spät, um den noch zu gucken, aber ich habe ihn dann noch geguckt, nämlich Josh, mein Herz gehört dir. Auf Hindi hat er eigentlich einen viel längeren Titel, wo Josh nur ein Teil des Namens ist und ich habe lange nicht verstanden, wieso dieser Film Josh heißt, bis ich neulich mal rausgefunden habe, dass das nur ein Teil des Titels ist und sie den einfach nur stark eingekürzt haben. Ja, also in dem Film geht es um zwei rivalisierende Gangs. Und dann kommt der kleine Bruder von dem einen Gang-Anführer in die Stadt, irgendwo aus seiner Uni raus. Und er verliebt sich in die Zwillingsschwester des anderen Gang-Anführers. Ist so ein bisschen Romeo-Julia-artig und eigentlich gut gemacht. Teilweise natürlich extrem klischeebeladen. Und ich meine, dieser Film ist von 2000 und... Mal sehen, ob das hier irgendwo steht. Nein, steht hier nicht. Falls ich das für euch rausfinde, von wann dieser Film ist, werde ich es euch wissen lassen. Hier steht es auch irgendwie nicht drauf. Ich finde das immer total nervig und auch leicht nervig, wenn auf Film nicht draufsteht, von wann sie sind. Ich meine, das ist eine wichtige Information. Das war es aber soweit, was ich gesehen, gehört und gelesen habe. Kommen wir nochmal zu einem kurzen Exkurs darüber, was ich gemacht habe, denn ich habe euch ja versprochen, dass ich dazu noch was sagen würde. So, ich muss jetzt erstmal ein bisschen rumblättern. Genau, also. Erstmal war ja die Orientierungswoche an meiner Uni. Wir erinnern uns alle daran, dass ich mein Master in angewandter Nachhaltigkeit in Bochum angefangen habe. Deswegen habe ich ja jetzt auch immer dieses Bücherregal hier in meinem Hintergrund, weil ich jetzt nicht mehr meine ganzen vielen Bücher hier habe, weil ich jetzt ausgezogen bin. Wer hätte das gedacht? Ich penne nicht jeden Tag von Ohndorf nach Bochum, was 3 Stunden ungefähr dauert, wenn es gut läuft. Ja, dann habe ich eigentlich nicht so richtig viel gemacht. Ich habe angefangen zu arbeiten. In meinem Job schiebe ich hauptsächlich Excel-Tabellen von links nach rechts. Lektion des letzten Arbeitstages. Zwischenspeichern ist eine ganz tolle Sache. Vor allem, wenn es um die Arbeit von mehreren Stunden geht. Das ist eine ganz tolle Idee, zwischenzuspeichern. Ja, ansonsten war ich auf einem Gender Barcamp in Köln. Ich weiß gar nicht, ob ich euch darüber was schon erzählt hatte. Auf jeden Fall war das relativ interessant, aber da waren ein paar sehr illustre Gestalten, um das mal so zu formulieren. Und da war dann, also es gab 2 Frauen, die sind mir sehr negativ aufgefallen. Die eine meinte, dass Frauen, die mit kurzen Röcken wohin gehen, wo man weiß, da könnte was passieren, gewissermaßen selbst schuld sind. Das war so ein bisschen so, nein, sie sind nicht selbst schuld. Es sollte möglich sein, dass ich auch quasi nackt über die Straße renne und mir nichts passiert, denn mein Körper gehört mir und niemand hat das Recht, den einfach anzupacken. Haare gehören übrigens auch zum Körper, meine Lieben. Also wenn ihr irgendwo Leute mit fancy Haaren seht, fragt sie vorher, ob ihr sie anfassen dürft. Ist ein toller Hinweis, den sich ein paar Menschen mal zu Herzen nehmen sollten. Aber zurück zum Barcamp. Es gab auch eine Frau, da hatte ich mich mit einem non-binären Menschen unterhalten und irgendwie kamen die dann dazu und jedenfalls, wir waren gerade bei einer Diskussion über Pronomen. Und sie meinte dann, dass wenn Menschen eben wechselnde Pronomen verwenden, weil sie zum Beispiel genderfluid sind, oder wenn sie zum Beispiel trans sind und deswegen dann ihr Geschlecht, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass sie das Geschlecht wechseln, das klingt völlig falsch, aber wenn sie dann halt eben sagen, okay, bitte sprich mich nicht mehr als Mädchen an, ich bin eigentlich ein Junge und das möchte ich jetzt auch, dass ihr das wahrnehmt, dann finde ich, ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man diese Pronomen einfach verwendet. Der Mensch meinte aber, dass es eine egozentrische Anspruchshaltung wäre. Und das kann ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehen und aus dem Gender-Barcamp noch viel weniger. Wir könnten die Menschen einfach so ansprechen, wie sie wollen, dass wir sie ansprechen. Ich meine, ich spreche jemanden ja auch nicht einfach mit Gisela an, obwohl dieser Mensch vielleicht Thorsten oder Wiebke heißt. Also von daher, ich finde das jetzt ehrlich gesagt nicht so kompliziert. Wenn man natürlich nicht sieht, ob ein Mensch männlich oder weiblich ist, und man diesen Menschen dann ansprechen muss, ja, dann muss man vielleicht einfach mal fragen, wie man diesen Menschen nennen soll. Das könnte das Problem lösen. Die Welt könnte ein so viel einfacherer Ort sein, wenn wir miteinander kommunizieren würden. Ja, ansonsten bin ich jetzt ganz offiziell an der Stadt angemeldet, dass ich hier wohne. Das ist fantastisch. Ich war auf der Frankfurter Buchmesse, das hatte ich ja soweit erwähnt. Dort hatte ich Samantha Cristoforetti getroffen, beziehungsweise ihrer Diskussionsrunde zugehört und das war auch sehr interessant, so was sie dann eben über das Leben auf der ISS erzählt hat. Dann war da noch so ein Mädchen bei einem Workshop über Diversität in Romanen. Das lief sehr unschön.
Es ging eben um die Repräsentation von Minderheiten im Roman. Und es kam zumindest für viele von uns so rüber, darunter auch für mich, als ob sie halt sagen würde, dass wenn man zu viele Minderheiten in Romanen tut, oder halt mal die und die und die und die und die, dass diese Romane dann unauthentisch würden. Naja, und dann hatte die eine Frau dann eben gesagt, die als Sensitivity Reader arbeitet, also als jemand, der darauf achtet, sind Romane divers und ist das authentisch dargestellt, was denn ihr Punkt ist, ob es vielleicht eine Minderheit gibt, der sie selbst, also das Mädchen, angehört und sich jetzt da diskriminiert fühlt, falsch dargestellt oder sonst was. Und das Mädchen meinte halt, dass sie jetzt nicht zu irgendeiner Minderheit gehört und dadurch kam ihre Kritik halt so ein bisschen haltlos rüber. Und das war wirklich nicht schön, denn hatte ich halt gesagt so, ja, hier Leute, ich bin schwerhörig, ich bin bisexuell, beides taucht in Büchern einfach nicht auf und das ist mies. Und da haben natürlich direkt alle gedacht, okay, sie hat gesagt, sie gehört dazu und das findet sie nicht repräsentiert. Das ist ein Punkt, den ich verstehen kann, weil das auch schlüssig argumentiert ist. Auf jeden Fall hatte dieses Mädchen dann am Ende geweint und besagte Sensitivity Reader und ich haben sie dann auch irgendwie versucht zu trösten, wobei ich jetzt ehrlich nicht fand, dass wir diejenigen gewesen waren, die sie hätten trösten müssen. Hätte man eher andersrum vermutet, aber nun gut. Ansonsten war die Buchmesse ganz gut. Ich war zusammen mit einer Freundin da, die Jolene heißt, und mit meinem Vater. Ihren Kanal findet ihr, also nicht ihren Kanal, ihren Bookstagram-Account unter Bücherplanet. Ich gucke, dass ich das unten in die Infobox tue. Falls ihr übrigens mal Interesse an einem Fotoshooting habt und im Norden unterwegs seid oder in NRW, dann schaut doch mal bei Studio Albrecht vorbei. Ende des Werbespots an dieser Stelle. Ja, und ansonsten war noch dieses Wochenende das Probenwochenende der Bonn University Shakespeare Company, was ich ja im Zusammenhang mit Palace of Blood schon erwähnt hatte. Wir machen dieses Jahr ja eine Doppelproduktion, Romeo und Julia und Troilus und Cressida. Und ich bin im Stage-Management-Team von Troilus und Cressida und das ist eigentlich mega interessant. Es macht mir soweit Spaß, es ist halt so ein bisschen stressig, wenn man dann so irgendwo nach Gemünd fahren muss und nachts um 9 irgendwo ein Kall am Bahnhof steht und dann nichts fährt. Aber ich bin angekommen, Menschen konnten mich mitnehmen. No home, wo's dann? Und alle sind glücklich. Ja, das Probenwochenende war auch soweit gut. Was mir einfach aufgefallen ist, ich bin ja eigentlich ein Mensch, der kein Problem mit anderen Menschen hat, aber mir ist es einfach teilweise echt zu viel geworden. Und das ist so ein bisschen merkwürdig, weil das für mich auch neu ist, dass mir so Sachen zu viel werden. Aber es war auch bei der linearen Feier vom letzten Stück schon so. Und ja, manchmal ist das alles nicht so einfach im Leben. Aber das soll es jetzt erstmal soweit gewesen sein mit meinem Lesemonat. Ich hoffe, dass ihr wieder ein bisschen Spaß hattet, dass ein paar interessante Bücher für euch dabei waren. Ich fand den Lesemonat jetzt eigentlich relativ gut, auch soweit ganz erfolgreich. Und oh mein Gott, ich habe euch ja gar nicht die Zahlen genannt. Glossy Nailer, du magst es mir bitte verzeihen. Ich habe 3056 Seiten gelesen insgesamt und das waren 101,86 Seiten pro Tag und damit habe ich im Schnitt 11 Seiten mehr gelesen als im letzten Monat. Ich finde, das ist doch mal eine schöne Steigerung und es wären wahrscheinlich auch noch mehr Seiten, wenn ich die Hörbücher in Seiten umgerechnet hätte. Das habe ich jetzt mal nicht getan, wäre ich bestimmt so irgendwie bei 13 oder 14 Seiten. Ja, das soll es jetzt aber auch wirklich erstmal von mir gewesen sein. Bleibt fit, munter und gesund. Ich war schon erkältet. Ich hoffe, ihr bleibt verschont und bis zum nächsten Mal.